Tja, jetzt zeige ich euch nochmal die Ansicht. Leider kann man, wie gesagt, nicht rein, aber ich denke mal, es gibt ein Museum, weil ich habe ja, wie gesagt, was gelesen. Die Frage ist halt nur, wo. Naja gut, dann begebe ich mich mal zum Marktplatz, denn es ist 7:30. Ich habe zwar keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss, aber höchstwahrscheinlich einfach bergab. Tja. Mal sehen, ob man da noch irgendwas sieht. Da geht es aber steil bergab. Da gehe ich mal nicht. Und hier geht es wohl nicht weiter. Ach, ich muss doch da gehen. Tja. War ja nicht anders zu erwarten. Wer steil bergauf geht, muss auch wieder alles steil bergab. Ich jetzt hier nochmal, hier ist Kopfsteinpflaster. Muss ich da jetzt natürlich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht ausrutsche. Hier ist eigentlich nochmal eine schöne Aussicht, was man jetzt leider nicht erkennt. Weil es wahrscheinlich für die Aufnahme zu dunkel ist. Also auf dem Display sieht es irgendwie unscharf aus. Naja gut. Dann hat ja alles super geklappt. Und hier ist jetzt ja auch wieder Beleuchtung. Allzu viel Lust zum Filmen hatte ich mal wieder nicht. Aber heute war es halt, wie gesagt, auch nicht so spektakulär. Naja gut, mal sehen, wie es noch die nächsten Tage wird. Ich möchte ja noch auf der Murgleiter wandern. Das kann was werden, über 21 Kilometer. Und auf die Schwäbische Alb geht es auch noch. Allerdings zwei andere Touren, weil die ich eigentlich machen wollte, sind gesperrt wegen Unwetterschäden. Und es konnten die noch nicht so schnell beseitigen. Und zum Bodensee geht es auch noch. Zum Seegang, das ist so ein Premium-Wanderweg. Und noch einen zweiten Tag, da geht es dann nach Überlingen. Da gibt es so einen Gartenkulturfahrt oder Weg. 4 Kilometer. Mal ein bisschen entschleunigen, was Kürzeres machen. Müssen ja nicht immer 15 Kilometer plus sein. Wobei ich auch noch ein paar Touren geplant habe, die kürzer sind. Also morgen zum Beispiel, da geht es zum Ruhestein. Da mache ich nur 9 Kilometer. Weil wir dann abends noch schön essen gehen.